Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Heute endet endlich diese verdammte siebte Welt. Auch wenn wir mit dem Sternhaus beginnen, was ich tatsächlich eigentlich sogar hätte noch in den letzten Part packen können. Der hat ja eine gute Länge. Und ich möchte es auch jetzt gerne nochmal am Anfang festhalten. Die Level aus dem letzten Part waren wirklich gut. Warte mal, wo bin ich denn jetzt reingegangen? Ist das ein Hintereingang? Komme ich jetzt direkt zum Bus? So, das gab es ja in New Super Mario Bros. U auch. Okay. Das war jetzt natürlich nicht das, was ich wollte, aber haben wir das halt gesehen. Dürft ihr nicht vergessen, ich kenne das Spiel ja nicht. Und deswegen war das für mich jetzt auch total random. Ich dachte, es führt eigentlich nur zu dem normalen Weg zurück, aber nee. Dann haben wir halt jetzt einen schnellen Bus. Gegen Ludwig van Koopa. Mal wieder. Aber was mir gerade Angst macht, warum sind das so brüchige Blöcke? Was? Ich kann mich definitiv daran erinnern, dass ich den Kampf schon mal gesehen habe. Dass ich den absolut jetzt nicht so einfach finde. Das ist jetzt erstmal kein Problem, wenn der da kreist. Woher soll ich ein bisschen wieder runterkommen? Ja. Mit Propellerpilz ist das hier wirklich fair. Nur gut, dass ich den noch habe. Aber wie mache ich denn das dann gleich, wenn ich keinen mehr habe? Ich meine, ich werde den ja safe verlieren, oder nicht? Ach, kommt man auch irgendwann hier oben an zum Kämpfen? Wenn es so ist, dann ist es okay. Dann kann man den auch gut schaffen. Ja, war aber ein okayer Boss. War halt jetzt nur nicht das, was ich mir erhofft habe. Weil ich wollte halt nicht oben rein. Aber cool, dass es sowas gibt. Damit wären wir jetzt in der Lava-Welt. Damit let's go. Im richtigen Schloss. Was auf mich jetzt schon mal eine sehr, sehr böse Wirkung macht. Aber diese Stachelsäulen, die hatten wir doch eigentlich schon. In der sechsten Burg. Warum kommen die denn jetzt nochmal? Okay, es würde eine Eisblume geben. Ich verzichte erstmal. Weiß nicht, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Aber ich mache jetzt erstmal das, was ich will. Aber schade, New Super Mario Bros. U dann später war sogar beim Hintereingang eine Starcoin, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Ist die Schwierigkeit groß zu sein. Kriegt man aber hin. Hier kommt tatsächlich schon der Checkpoint. Scheiße. Das war absolut dämlich, der Treffer. Aber habt ihr was anderes von mir erwartet? Wahrscheinlich eher nicht. Hallo, was? Nein, dieser Heslon. Ich weiß, warum ich ihn nicht mache. Da ist ein Up. Okay, das ist nett. Oh, brauche ich halt nicht. Ich hoffe halt, dass hier nichts ist. Wäre halt schon unfair. Aber aktuell sieht es halt für mich gar nicht gut aus. Die Stachelsäulen bremsen auch sehr aus. Was ist denn hier jetzt? Ich brauche halt noch zwei Sternmünzen. Gebt mal bitte. Ich mag die scheiß Dinger gar nicht. Halt absolut langweiliges Gameplay, wie ich finde. Einfach nur diese hässlichen Stachelsäulen jedes Mal zu bringen.
Okay, wenigstens bin ich jetzt einmal hier durch. Ach komm schon, was soll das denn? Okay, das ging aber noch. Da oben ist scheinbar was. Zumindest sehe ich hier, glaube ich, eine Lücke. Ja. Okay. Es ist aber natürlich StarCoin 3. Wo auch immer die zweite gewesen sein soll. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer und ich weiß nicht, wo ich stehen kann. Hier. Ja, finde ich persönlich sehr lame, dass jetzt diese Stachelsäulen nochmal kamen. Ich meine, einmal okay, kann man machen. Oh, nochmal, echt jetzt? Hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gebraucht. Gibt's kein Item? Ja, muss ich halt trotzdem nochmal die zweite suchen. Nö, da unten ist nichts. Oh, ist das dumm. Hätte ich finden können, muss ich ja ehrlich sagen. Aber vielleicht hat man es auch gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet. Da, aber ich kam nicht hin. Diesmal mit einem gekonterten Sprung. Oh, was ist das jetzt hier? Wieder irgendeine Hellsee-Scheiße, ne? Wäre ich jetzt fast runtergesprungen, weil man nichts gesehen hat. Mag ich ja bekanntermaßen gar nicht. Ja, woher soll ich wissen, wo ich hin soll? Ist doch lächerlich. Kann ich jetzt einfach hier einen Blind Jump runter machen, oder wie? Ja, aber knapp, aber... habe ich geschafft. Wie wär's denn noch mit einem unsichtbaren Block? Hier einfach irgendwo random reinsetzen mit einem Propellerpilz. Hat man doch schon lange nicht mehr. Minuten Aufnahme dafür. Super. Aber alle Sternmünzen in Welt 7. Immerhin. Ich kann gar nicht nach rechts laufen. Dann jetzt noch in Welt 8. Da starten wir natürlich noch rein mit 8.1. Wieder mit. Und dieser hässliche Rauch, ernsthaft? Der Rauch ist giftig. Ich glaube, der killt euch instant, wenn ihr den berührt. Oh, bist du dumm? Ich hoffe, ich hätte keinen Panzer oder so mitnehmen müssen bisher. Oh ja, eine Lava-Welt. Warum nicht? Kennt man ja eigentlich gar nicht aus New Super Mario Bros., oder? Ach doch, ist ja immer eine Lava-Welt. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist halt hier in New Super Mario Bros. Nur mal eine Tradition, wenn man es schon so nimmt. Obwohl, eigentlich... Ich weiß gerade gar nicht, wie die Welten von... den alten Mario 2D Jump'n'Runs aussahen. Da ist meine Starcoin. Ist auch die erste. Waren das auch wirklich Lava-Welten? Also Super Mario Bros. 1 definitiv nicht. Da war das ja alles so durcheinander. Auch okay, aber trotzdem war es halt durcheinander. Ich schätze mal, da geht's drauf. Wenn man das irgendwie schafft, aber ich schaff's halt nicht. War das knapp. Und hier kann es halt auch sein, dass ein Starcoin hier hinter ist. Ich weiß es nicht. Das wäre sehr fies. Irgendwas mit dem Powerblock hier. Ja, was? Was sagt mir nicht da schon wieder? Diese Powerblöcke regen mich auf in dem Spiel. Gibt es viel zu viele. Ich warte eigentlich nur drauf, dass ich irgendwann mal was mit dem Käfer machen muss. Genau. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Geh doch weg. Ich weiß nicht, ob die mich instant killen. Ich muss jetzt durch.
Nee, tun sie aber scheinbar nicht. Hier wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Von der hässlichen Lava-Kacke. Okay, wenigstens Darkcoin Nummer 3 noch. Der Münzblock kann mir gestohlen bleiben. Ja, typisches New Super Mario Bros. Level für die Lava-Welt. Zumindest für Welt 181. Ist ja meistens was mit Kometen, also beziehungsweise Feuerbällen, die vom Himmel geflogen kommen. Ist halt jetzt hier auch nichts Besonderes. Kann sein, dass es hier eingeführt wurde, ich weiß es nicht. Wenn ja, okay. Kann man mal machen. Man kann jetzt auch sagen, ja, ist halt eine fordernde Starcoin. Ja, schon. Aber braucht es halt nicht jedes Mal mit einem Powerblock sein. Aber es kam mir wenigstens so vor, als würde es faire Power-Up-Verteilung geben. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Aber wenn man sich nicht allzu dämlich anstellt, also nicht so wie ich manchmal, dann sollte man hier schon gut durchkommen. 8-2 machen wir natürlich auch noch. Was haben wir denn hier Schönes? Diese Räder. Wieder diese Kometen. Ja, es sind jetzt gerade nicht so krass viele, gerade eben, aber okay, vielleicht ist das nur am Anfang so. Würde ich auch befürworten. Geht's in eine Höhle, in eine Lava-Höhle? Soll ich da runter? Nee, ich trau's mich nicht. Wenn ich muss, ich's halt wieder nachholen. Kann ich's nicht ändern. Da ist auch nix. Aber hier wieder diese Räder. Hatten wir ja in Welt 1 auch. Und Stachelkugeln. Die sind nicht so nett. Wie komme ich denn da runter? Ich meine, da unten ist ja auch überall Weg. Aber wie komme ich denn da hin? Vor allem, wo kommen die Stachelkugeln überhaupt her? Ich glaube, der Weg ist einfach nur so da, oder? Der bringt mir gar nichts. Also würde ich jetzt einfach mal annehmen, weil ich habe halt wirklich nichts gesehen. Wie man da hätte runterkommen sollen. Das ist halt trotzdem übel der Betrug mit diesen Stachelkugeln. Weil die kommen halt mit 5000 km/h an. Du kannst den teilweise gar nicht ausweichen. Man muss halt schon gute Reflexe hier haben. Oh, gib die Sternmünze. Nummer 1, immerhin. Da stellt sich ja immer... Ja, es ist so random, wie können die da... Von wo kommen die? Okay, dann gucke ich gar nicht erst... Na, aber was ist, wenn da eine Ranke ist? Gar nichts, echt? Ich dachte, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass dort wirklich versteckte Blöcke sind. Nee, scheinbar nicht. Das sieht alles nur so heftig teilweise aus. Red Coins nach der Halbzeit sind aber meistens eigentlich sehr fair. Hat man eigentlich immer die Chance, eine Power-Up zu kriegen, aber nicht, wenn man sich so anstellt. Da unten muss ich rein, ne? Auch mit Eisblumen. Ja, weg ist sie. Sagt mir auch, wie ich das hätte ohne Gegentreffer machen sollen. Feuerblume wäre halt gut gewesen. Die hatte ich halt nicht. Dem Spiel nicht. Nee, hier geht's nicht rein. Wieder diese hässlichen Stachelkugeln. Das macht gar keinen Sinn, wie die da rauskommen. Das da unten sieht auch etwas seltsam aus. Okay.
Gut, der macht die wenigstens weg. Und wieder hier in der Wand. Okay, meinetwegen. Ich hab sie wenigstens alle. War auch ein netter Level. Mir hat das Setting halt sehr gefallen. Ja, egal. Ich mag das nämlich mit dem Untergrund und Lava und so. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Und mir gefällt die bisher auch wieder besser als die Dingenswelt. Ihr wisst schon. Die Wolkenwelt. Ich würde sagen, wir machen noch ein Level. Ach, drei. Ich kann zwar jetzt nicht einschätzen, ob das dann ewig dauert, der Part, oder nicht. Aber auf mich wirkt es jetzt eigentlich noch passend. Wenn ich das hätte nicht machen sollen. Was ist das denn hier schon wieder? So, diese Lava darf ich jetzt logischerweise wieder nicht mehr berühren. Sonst bin ich angekokelt und das... Nee, das mag ich nicht so. Oh nein. Diese hässlichen Kristalle. Was zur Hölle? Wie hässlich bewegen die sich denn? Okay, Starcoin 1 ist safe. Na gut, safe nicht, aber ich hab sie schon mal. Irgendwas mit dem Rupa-Panzer eventuell. Alter, das bewegt sich so hässlich. Ich habe irgendwo was verpasst, ich bin mir sehr sicher. Es gibt hier auch, soweit ich mich erinnere, einen Secret Exit. Was bedeutet denn der Pfeil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt der sehr, sehr komisch. Hier ist auch nirgendwo was. Auch wenn die Münzen halt so komisch da reingehen. Das finde ich seltsam. Ja, das mache ich von der anderen Seite. Alles andere wäre... Ja, eher lebensmüde. Ist hier was? Nee, leider nicht. Ich hatte kurz Hoffnung. Wenn nicht, muss ich halt den Secret Exit nachgucken. Ich weiß halt wirklich nicht, ob der jetzt schon kommt oder eher nicht. Hier ist gar nichts. Aber hier bin ich safe, ne? Hier kann ich den Block aber nicht kriegen, okay. Wäre zu einfach, offensichtlich. Ich hätte ihn aber schon gerne. Jo, nur die Feuerblume ist am Abkratzen. Eisblume, sorry. Ist auch nichts. Aber gut, wir hatten jetzt davor auch schon genug Wand-Secrets. Das braucht es jetzt erstmal nicht. Nicht das hässliche Ding. Das hatten wir schon mal für den Exit gebraucht, ne? War da was? Nee. Ah, hier sind Münzen. Wieso? Nee, also wenn da was ist, dann ist es unfair. Noch tiefer kann ich nicht gehen. Da kommt die Lava. Okay. Danke, Spiel, aber womit habe ich das verdient? Scheiße. Ja, da muss weg eigentlich. Schade um meinen Propellerpilz, ich weiß. Alter! Aber das ist auch alles nicht so einfach. Ich weiß, man kann sich hier genug Zeit nehmen, aber kommt schon! Warum macht ihr sowas? Nee, ich muss den erstmal wegbringen. Das ist zu nervig. Habe ich freie Bahn? Oh nein, das war so sinnlos. Okay.
Ja, das dauert viel zu lange. Alter! Ja, war natürlich kurz vorm Ziel, schade. Aber was willst du machen? Ich finde auch immer noch den Pfeil sehr, sehr komisch. Ja, ich weiß. Ich guck mal nach, ob es einen Secret Exit gibt. Aber eigentlich nicht, oder? Aber trotzdem gucke ich nach. Nee, gibt es nicht. Gut, dann danke ich euch wieder vielmals für eure Aufmerksamkeit. Scheiße. Aber das kriegt man noch hin. Das ist halt jetzt so, ne? Oder auch nicht. Na egal, ich danke euch trotzdem vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Nur gut, dass es den guten Nintendo gibt, ne? Ach man. Hier ist noch ein Secret Exit. Hätte ich das Video zu New Summer Sun nicht geguckt, hätte ich das nicht mal gewusst, dass es hier überhaupt einen gibt. Weil es halt auch so lächerlich ist. Woher sollst du denn das... Was? Woher sollst du denn das schon wieder wissen, frage ich mich. Dass hier ein Secret Exit ist. Man sieht es halt leider nicht so richtig auf der Karte, was ich halt nicht so geil finde. Das muss jetzt eigentlich nicht mehr sein mit den Goombas, aber okay. Gut, das werde ich ganz am Ende des Parts ranschneiden. Ich nehme jetzt eh gleich für mich noch den nächsten Part auf, weil für mich ist halt schon nächster Tag. Was ein lächerlicher Tod. Habt ihr noch was anderes von mir erwartet? Ich hoffe mal nicht. Ja gut. Dann sehen wir uns aber wirklich morgen im nächsten Part wieder. Danke nochmal fürs Dranbleiben. Für die paar Sekunden oder wie lange das jetzt noch ging. Habt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.